Ist das jetzt das Ende für die Idee der Landesregierung in Baden-Württemberg, die Kitas und Grundschulen nächste Woche öffnen zu wollen? Es ist jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen mir ein Stein von Herzen gefallen, dass es einfach jetzt mal nochmal aufgeschoben wurde. Weil ich glaube, weil man jetzt noch mehr verstärkt darüber nachdenken kann, was das für die Kindergärten auch bedeutet. Die Öffnung der Kitas und Grundschulen galt für viele als beschlossen. Die angekündigte Pressekonferenz nur noch als reine Formsache. Doch statt der Bestätigung kam am Nachmittag die Verschiebung der Entscheidung. Der Grund: neue Fälle von Virusmutationen im Südwesten. Ich habe immer deutlich gemacht, dass wir die Entscheidung über die Öffnung abhängig vom Pandemiegeschehen treffen und wir vor einer ganz neuen Situation stehen würden, sollte sich einer der mutierten Viren manifestieren. Bevor wir die Kinder wieder in die Kitas und Grundschulen lassen, müssen wir wissen, mit welcher Virusvariante sich die weiteren infizierten Personen in der betreffenden Kindertagesstätte angesteckt haben. Wir werden unseren Kurs beibehalten und diese Entscheidung faktenbasiert und sorgfältig treffen. Fakt ist, obwohl die Corona-Infektionszahlen in Baden-Württemberg stark sinken, birgt vor allem die mutierte Version des Coronavirus die Gefahr einer unkontrollierten Ausbreitung. Eine Öffnung der Schulen ist aus Expertensicht der falsche Weg. Wir haben die Mutationen vor der Türe. Wir müssen die Zahlen senken. Wir müssen gucken, dass die Kinder die Mutationen nicht aufbringen. Und wir haben es in Großbritannien gesehen. Alle waren im Lockdown, die Schulen waren offen und die neuen britischen Mutationen haben sich in den Schulen verbreitet und die Kinder haben es mit nach Hause gebracht. Das ist zu früh und da müssen wir leider auch die Kollegen aus Baden-Württemberg ein bisschen einbremsen. Und genau das soll in Baden-Württemberg unbedingt vermieden werden. Der Appell ist deshalb eindeutig. Ich würde sagen, man würde noch mal 14 Tage mindestens draufgeben, wo man einfach die Eltern noch mal bittet, wenn möglich, ihre Kinder zu Hause zu lassen. Somit würden auch noch mal weniger Kinder eintrudeln. Einfach damit man die Eltern auch noch mal aufmerksam macht, wenn wirklich möglich, versucht alle Möglichkeiten, eure Kinder selber zu betreuen. Und ich glaube, das würde auch helfen. Eine vorzeitige Öffnung der Kitas und Grundschulen in Baden-Württemberg rückt in Anbetracht der aktuellen Situation vermutlich erst einmal wieder in den Hintergrund und lässt sowohl die Lehrer und Erzieher als auch die Eltern und Kinder weiter im Ungewissen.